Picassos Bilder gehören zu den berühmtesten Werken dieses Jahrhunderts. Kaum bekannt ist, dass Picasso auch Dekorationen für die Ballettbühne entworfen hat. 7 Jahre, von 1917 bis 1924, arbeitete Picasso in engem Kontakt mit Diaghilev und dem russischen Ballett. Picasso kreierte in dieser Zeit zahlreiche Bühnendekors für Ballette, die zu den großen Ereignissen der tollen Jahre zählten. Dieses Gemälde hängt im Picasso-Museum in Paris. Es zeigt die Tänzerin Olga Koklova, die damals Mitglied des russischen Balletts war. Picasso lernt Olga in Rom kennen und verliebt sich in sie. Olga Koklova bildet für Picasso die Brücke zur Ballettwelt. Betrachten wir das Gemälde von Olga etwas näher. Wir erkennen hier geometrische Malweisen, wie sie uns schon in früheren kubistischen Bildern Picassos begegnen. »1917 wird in Paris ein Ballett aufgeführt, das diese kubistische Stilrichtung aufgreift, Parade. Der exzentrische Schriftsteller Jean Cocteau schreibt das Textbuch, Massin entwirft die Choreografie. Diaghilev kann Picasso für Parade erstmals als Bühnenausstatter gewinnen. Parade vermittelt die Stimmung eines Jahrmarktstheaters, Zirkusluft. Straßenkünstler treten auf. Sie zeigen vor einer Schaubude ihre Nummern, um Zuschauer anzulocken. Wir sehen einen chinesischen Zauberer, den Massin damals tanzte. Massins Nummer bestand darin, ein Ei zu verschlucken und Feuer zu speien. Außerdem tritt ein kleines amerikanisches Mädchen auf, das Charlie Chaplin imitiert. Als dritte Nummer sieht man einen Akrobaten, der auf einem imaginären Seil balanciert. Parade wurde zu einem Manifest der französischen Avantgarde. Picassos Bühnenbilder und Kostüme fügten sich perfekt in Cocteaus Konzeption ein. Eine Konzeption, die erstmals die Stilrichtung des Kubismus auf die Ballettbühne überträgt. Besonders die als abstrakte Gerüste gestalteten Managerfiguren reflektieren den Geist des Kubismus. Parade öffnete das Tor zu den 20er Jahren, in denen Diaghilev und sein Ballett mit den avantgardistischen Pariser Malern und der Komponistengruppe Les Six identifiziert wurden. Für Presse und Publikum war diese neue Stilrichtung auf der Bühne schockierend. Im selben Jahr, 1917, reisen Diaghilev und Picasso zusammen nach Italien. Von dieser Reise existieren zahlreiche Fotos. Dieses Foto zeigt Picasso mit Olga und Jean Cocteau. Es dokumentiert den Anfang ihrer Beziehung, die erste Begegnung von Picasso und Olga in Rom. Auf dieser Aufnahme sind Picasso und Massin in Pompeji zu sehen. Und hier nochmals Olgas Porträt in Picassos Studio in Montrouge. Der Maler und das Model heirateten 1918. »1917, eine zweite Reise. Picasso begleitet Diaghilev mit seiner Truppe auf eine Tournee durch Spanien. Picasso malt Olga als stolze Spanierin mit einem Fächer. Diaghilev ist fasziniert von der spanischen Lebensart und Kunst. Er bereitet für die Saison 1919 ein Ballett im spanischen Stil vor, den Dreispitz. Der Dreispitz beruht auf einer Erzählung von Pedro Antonio de Alarcón, El Corregidor, der Richter.« Nichts liegt näher, als Picasso erneut für die Bühnenausstattung zu engagieren. Der andalusische Komponist Manuel de Falla. Er komponiert die Musik zum Dreispitz. Bei einer Reise durch Südspanien macht de Falla Diaghilev und Massin mit der spanischen Musik und dem spanischen Tanz vertraut.
Um die Choreografie des Balletts so authentisch wie möglich zu gestalten, wird ein bekannter Flamenco-Tänzer engagiert, Felix Fernandez. Fernandez weiht Massin in die Geheimnisse des Flamenco-Tanzes ein. Umso bitterer ist für Fernandez die Enttäuschung, dass er nicht eine einzige Rolle im Dreispitz tanzen darf. Massin hielt den Film für ein ideales Medium, um die Choreografie für die Nachwelt festzuhalten und um tänzerische Elemente zu analysieren. So sind diese historischen Aufnahmen vom Dreispitz entstanden, Probeaufnahmen, die bis heute erhalten geblieben sind. Das Ballett der Dreispitz spielt im 18. Jahrhundert. Handlungsort ist ein Dorf in Andalusien. Eine schöne Müllerin und ein Müller gehen verliebt ihrer Arbeit nach. Bis der liebestolle Richter auftaucht, der sich zum Schluss eine kräftige Abfuhr von der Müllerin holt. Der Dreispitz ist eine Fabel, die in der Figur des Richters die Staatsmacht ironisiert. Wiederholt ist das Ballett als Kritik am spanischen Gesellschaftsfeudalismus interpretiert worden. Zu dem Ballett der Dreispitz schreibt Massin in seiner Biografie »My Life in Ballet«: Ich fügte dem Flamenco-Stil, den ich von Felix gelernt hatte, eigene, von mir entwickelte Schritte hinzu. Ich spürte, dass ich hier mehr brauchte als perfekte Balletttechnik. Ich tanzte mit einer unbändigen Energie, die jenseits meiner Möglichkeiten zu liegen schien. Einen Augenblick hatte ich den Eindruck, in mir tanze ein anderer. Jener andere war vielleicht Felix Fernandez, der Massin den Flamenco-Tanz beigebracht hatte. Wenige Monate nach der Aufführung des Dreispitz kam es zu einem dramatischen Ereignis. Felix Fernandez, der geniale Tänzer, wurde für geisteskrank erklärt. Nackt hatte er in London auf den Altarstufen von St. Martin in the Fields getanzt. Die Polizei holte Fernandez daraufhin ab und lieferte ihn in eine Nervenheilanstalt ein. Dort blieb er bis zu seinem Lebensende. Picassos Kostüme zum Dreispitz sind farbenfroh und im traditionellen spanischen Stil gestaltet. Sogar die Gesichter der Tänzer schminkte Picasso bei der Uraufführung selbst. Der Bühnenprospekt von Picasso zeigt einen großen Mauerbogen zwischen Häusern. Ein andalusisches Dorf, das Picasso in zarte Rosa- und Ockertöne taucht, die an seine blaue Periode erinnern. Ballett als schöne Illusion für ein privilegiertes Publikum. Das Ballett Pulcinella wird uraufgeführt. Picasso entwirft auch hierzu Bühnenbilder und Kostüme. Stravinsky komponiert die Musik.
Beide Künstler schaffen mit diesem Ballett einen neuen Stil, den Neoklassizismus. Es ist das Spiel mit historischen Vorlagen und ihrer Verfremdung. Picassos Bühnengestaltung zeigt eine kubistisch abstrahierte Straße. Von diesem Hintergrund heben sich die traditionellen Kostüme der Commedia dell'arte ab. Die Verschmelzung von Tradition und Moderne. Vergleichbar ist das kompositorische Verfahren in Pulcinella. Stravinsky stützt sich auf alte Melodien, altitalienische Musik von Pergolesi. Diese Melodien verfremdet Stravinsky harmonisch und rhythmisch. Das Sujet von Pulcinella fußt auf dem neapolitanischen Volkstheater des 18. Jahrhunderts, der Commedia dell'arte. Es entsprach damit ganz einem künstlerischen Themengebiet Picassos. Schon früh hatte sich Picasso mit der Figur des Harlekins, zum Beispiel in seiner Radierserie Harlekine und Gaukler, auseinandergesetzt. Auch tauchen in Picassos Schaffen immer wieder Figuren der Commedia dell'arte auf. Die schrecklichen Kriegsjahre sind vorbei. Eine vollkommen verrückte Nachkriegszeit beginnt, in der auch Picasso und Olga in den Strudel des Pariser Amüsement geraten. Picasso malt Badende am Strand, Reminiszenzen an die Riviera, an Sonne und Meer. Picasso und Olga haben inzwischen ein Appartement in der Rue de la Boisie in Paris bezogen. 1924. Picasso entwirft Bühnenbilder und Kostüme zu einer Veranstaltung, die man nur im weitesten Sinne als Ballett bezeichnen kann, Mercure. Inszeniert wird Mercure von Etienne de Beaumont, einem Pariser Kunstgönner. Die Musik komponiert Erik Satie. Picasso begibt sich mit großem Eifer an die Bühnenausstattung. Als sich im Juni 1924 das Publikum im Theater einfindet, sieht es einen neuen Picasso. Die Linienführung Picassos in Mercure ist fließend, dynamisch, die Szenerie mobil. In der Handlung des Ballettes geht es um die Kapriolen Mercures. Pferde und Streitwagen erscheinen als mobile Objekte auf der Bühne. Die Nacht, eine Frau, schaukelt auf einem sternenübersäten Bett hin und her. Das Ballett wirkt als Provokation. Die Surrealisten um Breton und Aragon pfeifen die Musik aus und beklatschen Picassos Dekorationen. Zwei Tage nach der Premiere von Mercure findet die Uraufführung von Le Train Bleu, dem blauen Zug, statt. Diaghilev ist auch hier wieder der Initiator. Millot komponiert die Musik, Cocteau schreibt das Textbuch. Mit den Kostümen beauftragt Diaghilev Coco Chanel. Picasso ist auf der Liste der Ausstatter, weil seine Gouache La Course als Bühnenbild verwendet wird. Diaghilev schreibt zum Programm des Balletts: Zunächst einmal kommt im blauen Zug natürlich gar kein blauer Zug vor. Schauplatz ist ein nicht existierender Strand vor einem noch weniger existierenden Spielcasino. Oben braust ein Flugzeug vorbei, das man nicht sieht. Die Handlung bedeutet nichts, gar nichts. Außerdem ist das Ballett gar kein Ballett, sondern eine getanzte Operette. Man fragt sich nach diesem Programmtext, was Diaghilev wirklich mit diesem Ballett beabsichtigt hat. Der blaue Zug ist ein Ballett, das den Zeitgeist skizziert und das mit lächelnder Ironie das mondäne Gehabe der Pariser Nachkriegsgesellschaft auf die Bühne projiziert. Der Titel, der blaue Zug, stammt von dem Luxusexpress, der die feine Pariser Gesellschaft an die Côte d'Azur brachte. Hintergrund zu diesem Ballett ist der in den 20er Jahren aufkommende Bräunungskult. Lange Zeit war bei den Damen die vornehme Blässe gefragt. Erst als Coco Chanel mit einem schön gebräunten Rücken von der Riviera zurückkehrt, ist das Sonnenbaden plötzlich en vogue. Inspiriert wurde der blaue Zug auch durch Vorbilder aus der Sportwelt und reichen Gesellschaft, wie die Wimbledon-Siegerin von 1924, Susanne Lenglen, und den Prinz von Wales. Picasso entfernt sich von der Welt des schönen Scheins.
7 Jahre lang arbeitete er für die Ballettbühne und entwarf hervorragende Bühnendekorationen. Er erhob durch seine Arbeiten die Ballettdekoration zur eigenständigen künstlerischen Aufgabe. Die Schönheit von Olga Koglova hatte Picasso in die Tanzwelt entführt. Jetzt erkannte Picasso, dass seiner Malerei die explosive Kraft abhanden gekommen war. In Picasso erwacht das Ungeheuer. Das Ergebnis dieser Stimmung ist das aufgewühlte Gemälde Die drei Tänzer von 1925. Körper in Schmerz und Ekstase. Das Bild ist ein Wendepunkt in Picassos Malerei. Picasso bricht mit Olga und er trennt sich für immer von der Welt des Tanzes.